darf Ihnen als erstes berichten, dass wir auch im 70. Jahr der sozialen Marktwirtschaft ganz fest davon überzeugt sind, dass auch die digitale Wirtschaft und das Zeitalter der Digitalisierung dem Menschen zu dienen haben und nicht umgekehrt. Das Ganze ist kein Selbstzweck. Wir in Bayern wollen gute Partner sein. Partner sein auch mit dem Bund, aber natürlich vor allem für die Unternehmungen und Unternehmen, die sich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen. Meine Überzeugung ist, wir stehen erst ganz am Anfang. Meine Überzeugung ist auch, es geht nicht nur um ein bisschen technische Applikation. Digitalisierung bedeutet auch ein komplett anderes Denken. Dass die Zukunft der Weltwirtschaft und der Marktwirtschaft eben auch zu ganz erheblichen Teilen im Bereich der Plattformökonomie liegt. DATEV ist ein Pionierunternehmen und ein Schrittmacher für weitere Entwicklungen. Gerade wenn es um die Frage ist, wie kann Datensicherheit auf der einen Seite gewährleistet werden, aber auch umgekehrt mit Daten sinnvoll umgegangen werden. Da glaube ich, ist es ein Musterbeispiel dafür, dass keiner Sorgen haben muss, wie Datensicherheit etabliert werden kann und trotzdem ein hocheffizientes Unternehmen gebildet werden kann. Also wir sind auch schon in der Region sehr stolz auf unsere DATEV. Also wir als DATEV, eigentlich seit 50 Jahren, ist es ein ganz zentrales Thema, versuchen wir natürlich den Mittelstand und den Steuerberater in Sachen Digitalisierung und digitaler Transformation nach vorne zu bringen. Ich mache es mal einfach an einem Beispiel fest. Wir arbeiten im Augenblick an der FIBO-Automatisierung, wo wir einfach versuchen, diese manuellen, repetitiven Prozesse, die halt bei der Buchhaltung stattfinden, die versuchen wir zu automatisieren über künstliche Intelligenz und dadurch natürlich einen enormen Effizienzgewinn in diesem Thema Finanzbuchhaltung, kaufmännische Prozesse zu erreichen. Wir brauchen Leitplanken, Rahmenbedingungen, die es uns ermöglichen, auch mit einer gewissen Planungssicherheit, auch als IT-Unternehmen, dieses Thema nach vorne zu bringen. Die Digitalisierung ist ja aus der Natur der Sache heraus grenzüberschreitend. Und deswegen muss man sie europäisch, mindestens europäisch angehen. Also die DATEV hat doch eine hervorragende Position. Die DATEV arbeitet mit Mittelständlern zusammen, die DATEV arbeitet mit digitalen Themen und ist sehr digital unterwegs. Das heißt, eine DATEV kann doch wirklich ein Vorreiter sein, um auch wirklich im Mittelstand zu zeigen, was möglich ist mit Daten, was möglich ist mit Technologien. Und das wünsche ich mir speziell von der DATEV.